Schulkleider sind in diesem Jahr auch absolut Trend. Entweder mit zarter Applikationsspitze, so wie hier, oder auch ganz aus Tüll und Spitze. Diese Kleider sind sehr, sehr, sehr beliebt. Für die etwas kühlere Jahreszeit eine kleine Stola zum An- und Abknüpfen. Ja, und vom ganz üppigen Kleid kommen wir nun eher zu der schlichteren Variante. Es gibt auch viele Bräute, die vielleicht ein zweites Mal heiraten. Und wir können natürlich nicht für die Modenschauen einfach erstmal 5 cm abschneiden. Deswegen müssen die manchmal ein bisschen hochnehmen. Für jeden Kunden wird es natürlich individuell gekürzt, weil nicht jeder schafft die 1,85 und von daher wird natürlich auch abgeschnitten, auch bei Leichtkleidern. Ne? Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, obwohl sie das wahrscheinlich jetzt nicht gerne hören will, Nicole ist diejenige, die sich heute um unsere ganzen Models hinter der Bühne gekümmert hat, denn frisurtechnisch ist es meistens für uns nicht ganz so einfach. Wir haben zwar schöne Kleider und wir sind auch nähtechnisch ganz doll involviert, aber friseurtechnisch kennen wir uns nicht wirklich aus. Und Nicole ist heute für die Brautfrisuren hier zuständig, denn sie hat sich bereit erklärt, hinter der Bühne allen mal schnell die Haare zu machen und schöne Sachen auf den Kopf zu setzen. Denn normalerweise ist es halt so, das schönste Kleid nutzt nichts ohne den guten Friseur. Aber das ist ja ein Punkt, den sie bei sich mit Sicherheit rechtzeitig angehen können. Ja, sehen Sie, da darf der Braut mal an die Wäsche gehen. Ich schätze, es gibt mit dem Reifrock ein kleines Problem. Denn unser Model hat hier kurz vor der Messe noch mal 6 Kilo abgenommen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig manchmal. Aber es geht auch ohne Reifrock. Oder können Sie gleich noch mal einen Blick auf die schönen Schuhe werfen? Denn Elisa trägt auch Schuhe aus dem Geschäft.